Willkommen zurück bei den Champion Talk Wrestling News. Die Aufruhr bezüglich der 49% Abgabe von WWE-Anteilen an die amerikanische Talentagentur Endeavor hat sich etwas gelegt. Auch bei den Fans kehrte nach der SmackDown After Mania wieder etwas mehr Entspannung ein. Der Hollywood Reporter hat nun noch eine interessante News nachgereicht. Am 29. März, also kurz vor WrestleMania und damit auch kurz vor der offiziellen Geschäftsvereinbarung mit Endeavor, unterschrieb Vince McMahon einen Vertrag mit WWE, welcher sich inhaltlich am Verhaltenskodex der größten Wrestling-Liga der Welt orientiert. Eine Vertragskopie legt dabei offen, dass McMahons Weiterbeschäftigung abhängig ist von der Einhaltung des Interessenkonflikts und dem Verhaltenskodex des Unternehmens sowie der sogenannten Equal Opportunity and Non-Harassment Policy. Wir dürfen gespannt sein, ob der WWE-CEO, der gerade letztes Jahr wegen Schweigegeldskandalen von all seinen aktiven Posten zurücktreten musste, sich nun an gewisse moralische Grundvoraussetzungen zeitgemäßer Unternehmen halten wird. Eine für die positive Außendarstellung der WWE brauchbare News gibt es derweil auch noch. Das Online-Entertainment-News-Magazin Deadline berichtet in seinem Sportsteil über die diesjährigen Emmy-Nominierungen. Der amerikanische TV-Preis, der stets im Sommer neu verliehen wird, hat neben der NFL und den Olympischen Winterspielen 2022 auch eine Nominierung für die WWE parat. Demnach hat die Wrestling Company Chancen auf einen Preis in der Kategorie Outstanding Long Documentary für Woo Becoming Ric Flair. Zum Abschluss noch eine Übersicht zu AEW und deren neuesten Verpflichtungen und Vertragsverlängerungen. In seinem What Happened When Podcast berichtet Tony Schiavone, dass die 18-jährige Wrestlerin Billie Starks, die zuletzt als Free Agent für AEW antrat, nun einen festen Vertrag mit Tony Khan's Company unterschrieben haben soll. Starks, die im Mai ihren Highschool-Abschluss machen wird, ist damit nun All Elite, auch wenn AEW selbst dies noch nicht offiziell bekannt gegeben hat. Offiziell hingegen ist die Verpflichtung von Jay White, der seit diesem Monat bei AEW unter Vertrag steht. Der Neuseeländer, der zuletzt lange bei New Japan Pro Wrestling für Aufsehen sorgte, unterschrieb einen Multi-Year-Contract und war dann auch schon bei der letztwöchigen Dynamite On Air zu sehen. Laut Fightful Select befand sich White auch in Verhandlungen mit WWE, die ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung des Kiwi-Wrestlers hatten. Dies scheiterte jedoch, als Vince McMahon Anfang diesen Jahres aufgrund der anstehenden Vertragsverhandlungen mit Endeavor zurückkehrte. Diese Umstände führten nämlich zu einem Stopp von weiteren Neuverpflichtungen, die unter Triple H als Head of Creative letztes Jahr wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen hatten. Bis zur offiziellen Vertragsunterzeichnung mit AEW hatte das WWE Creative Team sogar schon vorsichtige Pläne für mögliche Storylines und die Hoffnung auf eine Verpflichtung Whites bei WWE bestand bis zum Schluss. Am Ende aber verschlug es den ehemaligen NJPW World Champion zu AEW und er befindet sich derzeit bekanntlich in einer Storyline mit Juice Robinson und Ricky Starks. Bei der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe kam es zu einigen Returns. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich bei unserer wöchentlichen AEW-Besprechung, die wie immer am Sonntag auf diesem Kanal zu finden sein wird. Ebenfalls Teil der aktuellen Dynamite-Show war Brian Cage, dessen 2020 mit AEW geschlossener Vertrag direkt nach ROH Supercard of Honor Ende März auslief. Zuletzt befand man sich in Verhandlungen und Berichten zufolge wurde Cages Vertrag nun um weitere 5 Jahre verlängert. Manche Quellen berichten sogar von 6 weiteren Jahren. Der neue Vertrag gilt ebenfalls für Ring of Honor. Und zum Abschluss noch dies. Bei der dieswöchigen Rampage-Ausgabe in der Nacht zu Samstag wird es ein Segment mit FTA geben. Wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, kann diese News-Ausgabe getrost schließen und einen Like hinterlassen. Wer neugierig ist, dem sei gesagt, in einer In-Ring-Promo gaben die amtierenden AEW World Tag Team Champions bekannt, dass sie mit AEW einen neuen 4-Jahres-Vertrag geschlossen haben und nach Ablauf dieses Vertrags vom Wrestling-Business retiren wollen. Wir dürfen gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns eure Gedanken zu diesen News und gerne auch einen Like, wenn euch die Ausgabe gefallen hat. We'll be right back.